wieder beim Koani und bei Blood Bowl. Und wir sind wieder dabei mit unserem Chaos-Team, angelehnt an den Nerdpool, www.nerdpoolforum.de. Einfach mal reingucken. Minute der Schleichwerbung, ein Spiel zu machen. Wir spielen heute gegen die Vampire endlich. Ja. Wir wollen immer noch kein Geld investieren und wir sind immer noch schlechter als der Gegner. Das heißt, wir kriegen extra Geld für den Start. Aber wir starten wie immer mit ein bisschen Training für Backfisch. Ja, mal gucken. Da gehe ich doch auf Nummer sicher und kaufe ihr noch einen Geschicklichkeitstrank. Stärketränke verteilen wir diesmal an das Monster und zu. Und kriegen wir noch einen hin? Komm, Beanie braucht auch einen. So, haben wir noch 50.000. Können wir noch... Bloodweiser Babes, ich weiß nicht. Wandersanitäter können wir uns nicht mehr leisten. Kopf können wir uns nicht leisten. Komm, wir holen jetzt nur einen Bloodweiser Babe. Und hoffen dann, dass sich unsere Leute besser erholen. Die Vampire haben bis jetzt alle ihre Spiele verloren, glaube ich. Die haben sich 3 Stärketränke gekauft. Ah ne, das ist meins. Das ist meins, nicht die. So, weiter! So, Backfisch hat plus 1 Agilität bekommen. Tja, die anderen leider nicht. Die Stärketränke haben wieder nicht gewirkt. Schade, schade. Aber das kriegen wir auch ohne. Beanie ist ja jetzt heute wieder dabei. Läuft. So. Ja. Ladezeiten sind dann doch etwas mehr. Wir haben auch einen Fanfaktor von 2. Beim letzten Mal war nicht darauf geachtet, ob wir einen gewonnen haben, aber wir haben anscheinend einen gewonnen. Wir spielen auf einem Schiff. So. Die Vampire sind ganz interessant. Die haben einen großen Nachteil. Die Vampirspieler sind ziemlich stark, aber die müssen jedes Mal auf Blutdurst würfeln. Und wenn sie da so einen Wurf verkacken, müssen die Blut trinken von ihren eigenen Spielern. Sie alle willkommen zu einem Match, das verspricht, ein wahrer Blood Bowl Knüller zu werden. Schließen Sie also die Frauen und Kinder ein. Holen Sie das Bier aus dem Kühlschrank. Machen Sie es sich auf Ihrem Lieblingssessel gemütlich. Und erfreuen Sie sich gemeinsam mit uns an dieser fantastischen Show. Das ist echter Sport für echte Männer. Wenn jemand in Blood Bowl untergeht, erwartet niemand, dass er wieder auf die Beine kommt. So, Mini natürlich nach vorne. Fisch. So. Sieht solide aus. Beanie muss jetzt damit leben, dass er mal nach vorne gestellt wird. Mit Agility 2 ist man für die Tackle-Line natürlich geboren. Kreisschnüffel. Wir haben das verloren. Und die Vampire bekommen einen zusätzlichen Wiederholungsdruck. Das erinnert mich daran, wie ich Griff im 91er Finale gegen Highland auseinandergenommen habe. Oh ja, du hast ihm die Kniescheibe zertrümmert. Jetzt können sie anfangen, nach vorne zu spielen. So, jetzt kann man kurz gucken. Hier ein hypnotischer Blick haben auch die Vampire. Das heißt, es besteht die Chance, wenn sie den einsetzen, unsere Spieler einfach mal willenlos zu machen, den Tackle zu uns zu rauben. Das ist ganz witzig eigentlich. Regeneration heißt, dass die eine bessere Chance haben, nicht K.O. zu gehen.
Ja, nett. Der Gegner ist ein bisschen offen. Die Schiedsrichtergilde hat beschlossen, für jedes Spiel einen Leibwächter anzuheuern. Eine weitere tolle Idee. Und was soll ein einziger Leibwächter gegen all die Fans im Stadion ausrichten? Blocken. Stimmt, das könnte vielleicht ganz lustig werden. Wir lassen erstmal den Eingang aufstehen. So. Und dann... Ich sagen... Go for it, Plastiklöffel. Und Ratch. Zwei Go for it gegen den Vampir. Leider nur zur Seite geschubst. Aber immerhin. So. Der wird jetzt gehauen. Das ist übrigens, wenn die Thralls hier... Die Thralls sind die einzigen anderen, die noch einen Aufwärtshaken hinterher. Das macht Freude. Und die sind jetzt nicht so sonderlich gut. Ne? Nummer Rüstung 7, Bewegung 6 und ja, wie gesagt, die fallen unter dem Blutdurst der Vampire ziemlich schnell. So, was haben wir hier für ein Vampir? Was kannst du? Zeig mir, was du kannst. Blocken und Tackle. Okay, fies, fies. Was kannst du? Du kannst auch nur blocken. Stellen wir dich doch mal zu hier vorne. So, ich stelle mir auch mal zu. Euch stellen wir zu. Erinnerst du dich noch an Rudolf Eisenhaupt? Na klar, er war der Teamkapitän der Chaos Allstars. Mit seiner schweren Rüstung und den scharfen Metallklauen. Bei einem stürmischen Spiel gegen Valkyries war er ein exzellenter Blitzableiter. Wir haben jetzt drei Tiermenschen hier hinten am Ball. Allerdings gegen vier Gegner. Das hoffen wir mal, dass die Vampire ein bisschen... Da lässt scheinbar jemand gerne die Fäuste sprechen. Und schafft es damit auch noch, sich Gehör zu verschaffen. Er hat sich durch ein Nadelöhr durchgekämpft. Vampire sind auch mit Agility 4 und Stärke 4 halt ziemlich gut. Da ist jemand im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich am Boden. Ein paar Schläge ins Gesicht, dann ist man wieder hellwach. So, ja, das ist doch gut. Da haben wir erstmal... Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Ich würde den ja jetzt ganz gerne hier schon einmal unter die Lupe nehmen. Wir holen erstmal den hier. So. Der wird erstmal gehauen. Sehr schön, aus dem Spiel. Weniger. So, das heißt, der kommt jetzt gleich hier schon mal rüber. Muss sich um den Vampir mal ein bisschen Sorgen machen. So, dann wird hier nochmal getackelt. Sehr gut. Autsch, das kann nicht gesund gewesen sein. Mitten ins Gesicht. Kümmert sich um den Vampir. Schau dir nur mal diese Fans an. Die sind heiß gelaufen. Die meisten Zuschauer sind der Meinung, dass die Liga die wenigen friedfertigen Fans aus den Tribünen verbannen sollte. Da haben sie auch recht. Wenn man bei dem Spaß nicht mitmachen möchte, sollte man zu Hause bleiben. Und Fernsehen. Der sich mal mit dem Vampir. Sehr schön. Wow, eins kann ich ganz sicher sagen. Starspielerpunkte für den Engel. Er hat Glück, dass die Medizin große Fortschritte seit einer aktiven Zeit gemacht hat. Das hoffe ich. Aber seine Erstürmung natürlich. Jetzt habt ihr eben gesehen, hier der Vampir ist per Regeneration, glaube ich, anstatt verletzt, nur einfach so vom Spielfeld gegangen. So, der Thrall hier kriegt auch nochmal einen auf Small. Ja, und geht auch vom Feld. Der braucht jetzt gute Sanitäter. Ja, und zwar einen sehr guten. Dann ziehen wir mal ein bisschen ins Backfield, um mal zu gucken, wenn der hier nämlich an uns vorbeiläuft, dann braucht man auch jemanden, den abfangen kann. So, den Thrall hier, den müssen wir auch noch ein bisschen abfangen. So, dann stehen wir hier mit dem Rich Jackson auf. Ist zwar risky, aber wir haben hier einen Block, den wir machen können. Jawohl, Starspielerpunkte. Das ist was fürs Auge, Bob. Und zwar für Plastiklöffel. Ohne die Rüstung hätte das bestimmt wehgetan. Aber das hat es doch. Hörst du nicht die Scheiße? Läuft. Dieses Spiel läuft. Glaubst du, dass er sich nach dem Schlag wieder aufrappeln kann, Jim? Oh ja, er ist nicht der Typ, der aufgibt und liegen bleibt. So, jetzt hoffen wir, dass wir den hier stoppen können.
wenn er sein Blutdurst versaut, dann hat er echt ein Problem, weil kein Thrall in der Nähe ist, wo er einfach so hinkommt. Es gibt kein einziges Vampire-Team, das etwas drauf hat. Blutsaugen können sie immerhin, Bob. Ja, Jim. Also sind wir uns einig, dass sie nicht gerade zu dem der muss jetzt gerade Blut saugen. Sie sind ja mit ihrem unstillbaren Blutdurst auch ganz schön benachteiligt, Bob. Der sollte Blut saugen müssen. Okay, der kann auch einfach zu dem laufen. Also einfach ist auch nicht gegeben. Wenn die dann übrigens nicht Blut saugen, dann gehen sie selber. Na? Das Protokoll wieder aktivieren hier unten. Das sieht man auch mal ein bisschen, was passiert. Okay, er macht nichts mit dem. Okay. Damit kann ich leben. Dann laufen wir doch mal nach hier. Dann müsste das ein Zweierblock sein, jawohl. Zack, an die Grenze. Aua! Na dann, gute Nacht. Ja, wird wohl Zeit für ein kleines Nickerchen. Zu. Dann gehst mal hier hin. Oben ist der Wretch, der könnte nachher mal einen schönen Touchdown machen. Da hat nämlich noch keine Starspielerpunkte. Plastiklöffel haut sich hier mit dem Thrall. Das war eine gute Linke, und zwar mitten auf die Nase. Du hast erfasst, Jim. Die Nase ist gebrochen. Es gibt Teams, die einfach von der Bildfläche verschwunden sind, nachdem ihre Anhänger sie verlassen haben. Genauer gesagt sind diese Mannschaften, nachdem sie jahrelang keinen einzigen Sieg holen konnten, von ihren Fans zusammengeschnürt und auf die Müllhalde geworfen worden. Das ist der einzige Ausweg aus dem Teufelskreis. So, Loridas und Buckfish, hier waren beide schon. Max Monster. Komm, du kannst dann beide schon auffangen. Aufheben. Sicher gefangen, da gibt es sehr nichts gut zu meckern. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, mein Freund. Bitte, dann kriegst du nämlich deinen letzten Starspieler-Punkt auch noch. Komm, schaffst du. Bravo! Schade. Tja, der Koali ist einfach zu blöd, um Ball zu fangen. Max, das tut mir leid, dafür kriegst du jetzt halt keinen Starspieler-Punkt. Aber wer auch nur Koala einen Ball zuschmeißt, naja, der hat es auch nötig, ne? Er hat hier nicht schnell genug reagiert. Stimmt, um eine Chance zu haben, muss man den Gegenschlag landen, bevor man selbst überhaupt getroffen wird. Ja, es sieht ziemlich gut aus hier. Mit dem Gegner hat kaum noch Spieler auf dem Feld. Und jetzt wird sich mal ordentlich gemoscht hier. Zack. In Deckung! Tja, ist halt ein brutaler Sport. Ja, dieses Spiel ist wirklich brutal. Die beiden hatten wohl eine kleine Meinungsverschiedenheit, nicht wahr, Bob? Ja, Jim. Hatte wohl mit dem Austausch von Körpern zu tun. Klitschko heißt er. So. Koali, du kannst mich nicht mit dem Ball umgehen, das heißt, du kümmerst dich hier mit Thrall. Der Spruch des Tages kommt heute von Heini Schniebel, dem Trainer und Eigentümer der Lowdown Rats, eines bekannten Goblin-Teams. Dem Spike-Magazin hat er gestern gesagt, dass Blood Bowl eine Schlacht sei. Es gebe keine Sieger, sondern nur Überlebende. Oh, Buckfish ist mehr tief. Ich kann nicht genauso tief, wie seine Mannschaft momentan im Dreck steht. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Könnte ein entscheidender Pass gewesen sein. So. Und Buckfish braucht noch 3 Starspielerpunkte. Das heißt, wenn wir mit ihr den Touchdown machen, ist sie auch, einen Aufstieg. Das gilt es doch mal herbeizuführen. So, den machen wir mal ein bisschen hier. Ist es sicher? Okay. Ja, Rundenende. Schauen wir mal, was der macht. Allerdings sind alle seine Leute ziemlich umstellt. Na, der Vampir büxt aus. Also traut sich aufzustehen, läuft einen nach oben, okay. Mutig, mutig. So, hier einmal hauen.
Zack, noch ein Thrall weniger. Da teilt aber jemand kräftig aus. Der ist sofort K.O. gegangen. Was für ein Schwächling. Kann sich nicht mal auf den Beinen halten. Das ist ein Einser-Block. Das ist natürlich nicht so gut. So, das Spiel ist aus. Wollen wir einen trinken gehen, Bob? Heute nicht, Jim. Ich habe noch ein Rendezvous mit einem Cheerleader eines Dunkelelfenteams. Bestimmt die mit der Peitsche. Autsch. Machen wir mal einen Blitz. Ah, sehr schön. Zack. Oh ja, dieser rechte Haken. Und jetzt muss es ein Zweierblock sein, oder? Das kann man wohl sagen. Nein. Wir brauchen bestimmt lange, bis er sich davon erholt. Ja. Gut, dass es jetzt zu war. Hier kann eigentlich nicht mehr viel verkehrt laufen jetzt. Hier blocken wir noch einmal den Thrall. Schieben ihn. Und dann macht Bugfish den sicheren Touchdown. Jetzt werden gleich Nägel mit Köpfen. Replay gucken wir uns natürlich auch an. Wunderschöner Touchdown. Sehr schön. Beim Gegner stehen drei Leute nicht mehr auf. Sehr gut. Und so noch mit dem Vampir auf der Auswechselbank. Das ist ein bisschen beängstigend. Aber gut, die müssen auch alle Boots haben. Ne? So, also wir haben jetzt hier schon ordentlich Aufstiege. Der Ball ist in der Luft und das Spiel geht los. Kreischende Fans. Drei und das Gegner hat wieder einen Wiederholungswurf bekommen. So, Blutdurst. Hat er geschafft. Blutdurst hat er geschafft. Oh, hat da jemand zwei linke Hände oder was? In der Blood-Bowl-Geschichte gibt es zahlreiche Teams, die wegen riesiger Schulden bankrott gegangen sind. Bei den steigenden Kosten für Doping und Bestechung wird das auch so weitergehen. Ein bisschen hier. Komm, der Umbran braucht auch mal Starspieler. Und hau ihn weg. Oh, schade. Endlich lässt hier mal einer seine Muskeln sprechen. Oh ja, für seinen Gegner war das aber ein kurzes Gespräch. Pier hauen hier. Mit einem Schubser nach vorne. Ich glaube nicht, dass der Gegner das jetzt noch schafft, irgendwie in zwei Zügen einen Touchdown zu machen. Von daher können wir hier mal aggressiver spielen, als man es eigentlich machen würde sonst. So, hier kommt ein Geil. Du schaffst es doch, einen Vampir umzumöbeln, oder? Jawohl. Was für ein Geschick! Was für ein Stil! Was für eine Vollkommenheit! Was für ein Starspielerpunkte für Dini? In einem körperbetonten Spiel wie diesem ist dieser Spieler hier genau richtig. Ja, hier geht es ganz schön hässlich zur Sache. So, dann schauen wir doch mal, was der Gegner sich hier ausdenkt. Lito ist Erfolg. Da steht einer auf. Wie er sich den Ball geholt hat, das sah leicht aus. Schönheitsoperation kommt sicher billiger als im Krankenhaus. Ich glaube zwar nicht, dass er das so geplant hat, aber viel schlechter. Da kommst du nicht vorbei. Hin und wieder tauchen im Blood Bowl völlig zusammengewürfelte Mannschaften auf. Wie zum Beispiel die Motley Horde, ein Haufen von Versagern. Das stimmt. Es ist bestimmt nicht leicht, diesen Abschaum. Je weniger Freunde wir in der zweiten Halbzeit noch haben, desto schlimmer wird es für die Vampire. Also ausgehen. Warum macht er sich wohl den Abpfiff vom Acker? Das war wohl nicht seine Entscheidung, Bob. Und hier. Wie gesagt, Starspielerpunkte kommen, hol ihn's weg, hol ihn weg. Schade. Der hat ihn wohl schlafen geschickt. Hui, der Spieler ist ganz schön stark. Glaubst du, dass Trollblut in seinen Adern fließt? Wiederholen. Vielleicht. War wohl keine so gute Idee vom Gegenspieler, über seine Familie herzuziehen. Auf dem Spielfeld kann man sich nicht einfach hinlegen und schlafen. Nach so einem Kinnhaken hat man wohl keine andere Wahl. Wir hauen hier. Wenn der Typ die Fäuste schwingt, dem Gegner mal eine Trage bringt. Ich mache ein bisschen Druck hier auf den Ball.
hier? Wohl eher blöd aus der Wäsche schauen lassen. Go for it noch zum Gegner. Ich werde ein bisschen gierig. Die Vampire sind echt kein gutes Team. Also sie sind ganz okay, aber wie ihr seht. In letzter Zeit hört man kaum noch etwas von den Heroes of Law. Stimmt. Für die Zuschauer, die es nicht sind wissen, die Heroes of Law wollen allen zeigen, dass es möglich ist, ein Spiel mit ehrlichen Mitteln zu gewinnen. Wahrscheinlich ist es gut so, dass wir nichts von ihnen hören. Komm, jetzt muss er noch mal ein Vampir hier irgendwie Blut durchpatzen. Ich könnte sogar mit Glück, glaube ich, kann ich noch einen Touchdown machen? Ja, mit ganz viel Glück kann ich sogar noch einen Touchdown machen, aber mit ganz, ganz viel Glück. So, was müssen wir dafür machen? Wir müssen hier aufstehen und wir müssen hier aufstehen. Dann laufen wir hier schon mal in die Endzone mit einem Doppel-Go-For-It. Ja, so weit, so gut. Okay. Okay. Die Chance wird geringer, dass es klappt. Ja, einmal ordentlich durchgeschüttelt werden, dann sieht man danach gleich wieder viel klarer. Die Chance wird geringer. Nee, es klappt nicht mehr mit dem Touchdown. Gut, was machen wir stattdessen? Wir versuchen stattdessen nochmal Thralls zu dezimieren hier. Wir schaffen auch das nicht. Dann können wir die Runde auch abgeben und in die Halbzeit gehen. Blood Bowl ist angeblich die härteste aller Sportarten. Ach, das sagen sie oft. Aber eigentlich muss man ja nur ein paar Schläge. Die Fans freuen sich. Ja, bei uns sieht es gut aus in den K.O.-Boxen, bei den Vampiren nicht so. Sehr gut, ein Vampir, zwei Vampire beim Liegen, das ist gut. Sehr gut. So. Die Halbzeitpause ist gleich vorbei. Es wird Zeit, dass die Spieler wieder zurückkommen. Da versucht sich gerade einer auf der Tribüne zu verstecken. Keine Angst, die Fans werden ihn schon wieder zurückwerfen. Hier rechts durchzubrechen. So, Max Monster nach vorne. Bini zum Blocken nach vorne. So. Okay. Sieht gut aus. Schauen wir mal. Angriff! Hey, hör auf, mich zu schlagen! Ups, Entschuldigung, das ist ein alter Reflex auf den Angriff. Ein Spieler, der unter dem Ball platziert wird, natürlich Backfisch. Und? Nicht gefangen. Schade. Aber gut, wir dürfen anfangen. Und zuerst schlägt der Bini, aber schlägt er nicht. Und jetzt schlägt hier der Max Monster zu. Fupp. Nein. Und rücken nicht hinterher. Und zack. Und. Ah, der hat Blocken. Und vergesst nicht, Kinder, probiert das gar nicht zu Hause aus. Das sind immerhin ausgepuffte Profis. Tja, jawohl. Zumindest alle. Sehr gut. Das war's wohl für heute. Solange es die Gabe in die Leichtfahne geht, ist es halt so schlimm. Dann hat das noch nicht so drauf. Ja. So, zu... Korruption hat sich so sehr ausgebreitet, dass die Schiedsrichtergilde durch Regeln festgelegt hat, wo man bestochen werden darf. Letzte Saison wurde ein Abkommen unterzeichnet, das den Clubs untersagt, eine Bestechung unter dem marktlichen Preis anzubieten. Er hat den Ball! Fisch. Von hier, du läufst jetzt zum Eloridas, gibst ihm den Ball. Der läuft rüber und... Gut gemacht! Der Ball geht eine Station weiter! Sich gleich den Touchdown, würde ich sagen. So, der Bini kann aber auch Punkte gebrauchen. Und läuft hier auch schon mal durch.
Problem wird es nur, Bini den Ball irgendwie zu geben. Das wird ein schwieriges Problem, weil der seit seiner seit seinem Genickbruch nicht mehr so vernünftig mit dem Ball umgehen kann. So, Rundenende. Zurückgeschubster Ingai. Das hat auch funktioniert, komischerweise. Komm, Blutdurst bei den Vampiren, das sieht immer cool aus. Prokop. Nee. Ach ja, Bob, ich habe gehört, du hast meine diesjährigen Bonuszahlungen ausgehandelt, ohne mir etwas davon zu sagen. Nimm die Axt runter, Typ! Ich kann das alles erklären! Nimm sofort die Axt runter! Sehr, sehr gut. So, dann holen wir jetzt hier mal den. Sehr gut. Er ist völlig regungslos und dann, zack, mitten ins Gesicht! Ja, vom Feld mit dir. Jawohl, Verletzung. Leider durch die Zuschauer. Das heißt, keine Starspieler. Du, du weißt ja, wie sehr sich die Fans über Spieler aufregen, die so abzuhauen versuchen. Das hätte ich bitte nötig gehabt. Gut, Bini, lauf mal nach vorne. Schon mal in Position hier. Lass die Blöffel sichert ab. Und Loridas. Wiederholungswurf. Tja, der Spieler ist ihnen einfach durch die Hände geflutscht. Und das, obwohl sie Krallen haben. Den schreiben wir ab. Jede Wette, dass das wehgetan hat. Zum Glück hat seine riesige Nase den Schlag etwas abgefasst. Oh ja, was sonst wäre sein Gesicht jetzt nur noch breit. Starspielerpunkte vor Umbrühe. Ja! Aua, das hat wehgetan. Da go, go, go. Richtig schlechte Laune gehabt. Ist die inspirierende Präsenz. Ich glaube kaum, dass er noch am Spiel teilnehmen kann. Stimmt. In diesem Zustand ist der Sanitäter wohl sein bester Freund. Seitenlinie. So. Oh, schade. Beide gehen zu Boden. Er hat Glück, dass er was oben ist. Genau, aber die Schmerzen werden immer noch da sein, wenn er in ein oder zwei Tagen wieder zu sich kommt. Sehr gut. Warum sind die Chaos-Teams so lästig? Weil. Er wird wohl nicht mehr so schnell zurückkommen. Oh, das ist jetzt, das ist aber hier mutig. Das ist mutig, mein Freund. Da bist du jetzt gleich mal aus dem Feld, würde ich sagen. Einfach hinauskatapultiert. Der überlebt das bestimmt nicht. So, wir haben noch, die Hooligans haben heute ihren großen Tag. Dies bedeutet, hier stehen wir erstmal wieder auf. Wir versuchen das Ganze doch jetzt mal hier mit dem Bini. Tut mir leid, Loridas, für den sicheren Aufstieg, aber... Es ist eine Tragödie, den zu verpassen! Nein, ein Verbrechen ist das! Hier ist auch nicht sonderlich viel gegen den. Da läuft jetzt der Slide zurück. Sonst... Hier ist noch ein Vampir. Drei Thralls, ein Vampir noch auf dem Spielfeld. Also da habe ich jetzt nicht mehr so viel. Sehe ich nicht so viel kommen, was hier noch schief laufen kann. Einmal ein Tackle vom Platz. Weg vom Ball. Weg vom Ball mit dir. Zack. Der Kinnhaken hat ihm wohl nicht geschmeckt. Ob es schmeckt oder nicht. Gegessen wird hier, was auf die Visage kommt. Ingai hat jetzt mal einen Triple-Block. Doping gehört inzwischen untrennbar zu diesem Sport. Wurde es nicht schon ins Regelwerk aufgenommen? Da und da. Noch so eine Aktion und der Spieler segnet das Zeitliche. So hart, wie es manchmal zugeht, unter dem Platz sicher gemütlicher als auf dem Platz. Nicht. So. Wir haben noch einen Wiederholungswurf. Bini, jetzt oder nie. 4+. Gut gemacht. Jawohl,
Touchdown. Es sieht nicht gut aus für die Verteidigung. Und drüber ein Touchdown. Die ersten Starspielerpunkte von ihm. Läuft bei ihm. Der ein Spiel aussetzen müsste. Zeigt er jetzt seinen Wert. Hier sieht es ganz schön übel aus bei den Vampiren. Aber zwei Vampire kommen zurück ins Spiel. So, jetzt sind wir wieder in der Verteidigung. Das heißt, hier die übliche Formation wieder. Bini in der Mitte, jawohl, sehr gut. Hier der einmal zurück. Und auch hier. Wir haben ja einen, haben wir einen Verletzten. Ah ne, hier vorne steht noch einer, gut. Ich hab Max Monster übersehen. Wie kann man Max Monster übersehen? Annehmen. Oh, so ganz viele Vampire, wenig Schwanz auf dem Feld, das kann man nicht. So. Vier Schwanz. Zauberer durften nicht immer sicher von draußen ihre Sprüche einsetzen. Hast du nicht einmal in der Albion-Liga gespielt? Eine untere Liga, in der das Zaubern von draußen verboten war? Oh ja, das waren tolle Zeiten. Ich kann mich noch daran erinnern, dass viele Fans nur anreisten, um zu sehen, wie sich die Zauberer gegen eine Horde wütender Blood Bowl Stars behaupteten. Das knisternde Zischen eines Feuerballs, gefolgt vom typischen Knacken. Ah, das ist der typische Schirmkäfig halt hier. Da liegt jemand flach. Das gehört zum Sport einfach dazu. Ja, yeah. Die Meinung auf der Trainerbank ist geteilt. Was mit dem Spieler auf dem Boden geschickt? Ich würde sagen, wir gehen Richtung Ball. Ich kann nach vorne. Und holt den Vampir hier mal. Sehr schön. Da fehlen mir fast schon die Worte. Das war zwar hammerhart, aber absolut legal. Auch hier der Angai ist noch nicht mehr so in Form, wie er früher mal war. So, der Vampir hier wird jetzt mal umstellt. Nicht, dass der noch auf die komische Idee kommt, er müsste hier einen Touchdown machen. Der Glüffel kümmert sich um den Vampir. Zusammen mit dem Wedge, der immer noch keine Starspielerpunkte hat. Wedge, ich bin enttäuscht von dir. Der Trainer eines Chaos-Teams lebt normalerweise nicht sehr lange. Wenn sie zur Feier eines Sieges nicht sein Hirn aufessen würden, würde das sicher anders. Stimmt, und ihn bei einer Niederlage nicht vierteilen würden. Ah. Autsch! Das kann nicht gesund gewesen sein. Mitten ins Gesicht. Also das war eine akrobatische Aktion. Ja, das wird jetzt Spieler in diesem Spiel. Und wieder ein Schrei geht an den Blutbrust. Matchende steht bevor. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kriegen wir noch einen Touchdown hin. So, nach oben und hier zum Vampir. Und hier auf ihn drauf mit Gebrüll. Komm, Umbrenn, du schaffst es. Du hast schon mal einen Vampir K.O. geschlagen. Aua! Na dann, gute Nacht. Ja, so wird wohl nicht. Zeit für ein kleines Nickerchen. So, das ist ein schlechter Block hier für uns. Ich riskiere es mal. Einser Block. Beide gehen zu Boden, das heißt, er verliert den Ball. Sehr gut. Jemand sollte ihm Riechsalz unter die Nase haben. Das nützt nichts. Er braucht wohl Nörgelextrakt, um wieder auf die Beine zu kommen. So. Jetzt müsste noch blutdurstig. Ah, der hat Blutdurst. Trinkt auf. Das wird eine weitere Narbe für die Sammlung. Weg. Und ein potenzielles Titelblatt für die nächste Ausgabe des Spike-Magazins. Der hätte Blutdurst sein müssen. So, der Spieler hat den Ball erwischt und jetzt stürzen sich alle auf ihn. Das war... Wusstest du, dass die Vampire-Teams mit Ampullen und Flaschen herumexperimentiert haben, um ihren Blutdurst auf dem Spielfeld stillen zu können?
Leider hat sich das nicht als besonders effektiv erwiesen, weil die Ampullen und Flaschen immer auf den Boden zersprungen sind, wenn die Spieler geblockt oder getackelt wurden. Ja, Jim, ich erinnere mich noch an die Saison 2481, als die Kraven Towns gegen die Dark Forest Einhufe angetreten sind. Das Match wurde abgebrochen, als die Minotauren und Vampire die ganze zweite Halbzeit damit verbracht haben, das Blut zu trinken, das über dem Spielfeld verschüttet worden war. Ich erinnere mich noch gut an dieses Match, Bob. Deswegen lassen sie seitdem Thralls auflaufen. Lebende Blutkonserven. So, Plastiklöffel. Hol dir den Ball. Sehr gut. In einem körperbetonten Spiel wie diesem ist dieser Spieler hier genau richtig. Ja, hier geht es. Jawohl, Plastiklöffel hat den Ball. Der Angriff könnte ihr Spiel wieder antreiben. Korrekt. Und komm, gib den Ball auch noch. Sie kann den Ball nicht mehr übergeben. Schade, schade, schade. Am besten stellen wir uns sogar hier. So. Schön irgendwie den Ball abschirmen. So, und hier gibt es auch noch ein bisschen Unterstützung durch Max Monster, der auf jeden Fall auch einen Aufstieg haben wird nächste Runde. Der Vampir duckst aus. Alle leider keinen Blutdurst. Das Gerücht geht um, dass der Ober Morgan Fogg, der ehemalige Kapitän der Chaos All-Stars, ein Comeback feiern könnte. Wenn ich mir nur die Statistiken seiner Karriere anschaue, wird kein Blut gesagt. 50 Touchdowns durch Goblin-Würfe, 50 erlaufene Touchdowns und eine unfassbare Zahl von 617 Toten oder Verletzten. Oh ja, er ist der Einzige, der es zu Lebzeiten in die Ruhmeshalle geschafft hat. Das heißt, wir müssen den erstmal hier weghauen. Weg mit dir. Genau so. Das passiert, wenn ein Amateur auf einen Profi trifft. Oh ja. Plastiklöffel macht den Touchdown. Das riecht nach einem Touchdown. Auf geht's. Das ist doch mal ein ordentliches Spiel, aber gut, die Vampire sind auch echt schlecht. Da ist der Ratch, der steht wieder auf. Darf sich noch einmal aufstellen. Zunächst mal hier oben, guckt euch die K.O.-Box hier an. Von den Vampiren, das sieht ganz bitter aus. So. Wir machen wieder das Übliche hier. Wenn wir noch einen Spielzug haben, alles nach hinten, safe spielen. Es gibt noch die Möglichkeit, dass es einen Extrazug gibt, aber selbst dann schützen wir hier noch ein bisschen den Blue. So, und los geht's. 3, 2, 1, Rums! Ja, ist der Bini. Ja, der Ball ist da, wo er hin sollte. Mit aber der Gegner hat so wenig Schärfe fällt, das ist jetzt wirklich nicht mehr so. Keine Verletzung mehr und dann bin ich zufrieden. Bini, das erinnert mich daran, wie ich Griff im 91er Finale gegen Heitland auseinandergenommen habe. Oh ja, du hast ihm die Kniescheibe zertrümmert. Es gab Zeiten, da hatten die Magierakademien das Eingreifen der Zauberer noch nicht eingeschränkt. Wer kann schon den berühmt-berüchtigten Sumpfvorfall von 2472 vergessen, als gewaltige, unkontrollierte Zauberer das ganze Stadion der Bright Crusaders im Morast versinken ließen? Oh, niemand kann das vergessen. Das war ein Glanzpunkt der Blood Bowl. Und das war's. Match Ende 3-0 gewinnen die Nordpol Chaos Squad gegen die Empire Coast Swashbucklers. Das war quasi eine Trainingseinheit. Aber da war doch ein gegnerisches Team. Das Match war eine Augenweide. Schau dir nur die Bewertung an. Was hast du denn erwartet? Es hatte einfach alles. Also gut, sie sind größer und kräftiger als die Gegner. Aber was hat ihnen das gebracht? Nichts. Und sie daraus ihre Lehre ziehen. Das setzt die Existenz von Gehirnzellen voraus. Die Statistik spricht Bände. Die Niederlage ist das einzig Logische. Umbreon ist Spieler des Spiels. Dadurch steigt auch er eine Stufe auf. Hoffentlich leiden die Spieler nicht an Klaustrophobie. Jetzt haben wir jede Menge Aufstiege. Das Team hat sie in ihre eigene Hälfte gedrängt. In ihr eigenes Viertel. Einige Spieler ja sogar einen. Aktionsreiches Match mit reichen Teilen.
Reaktionen erlebt. Erstmal steigt der Ender das ist eine der positiven Nebenwirkungen von gewissen Vorbereitungen vor dem Plus 1 auf Geschicklichkeit. Dass der Schiri keine einzige Karte während des ganzen Spiels gezogen hat. Da hat ihm wohl jemand die Arme amputiert. Ist für einen Chaoskrieger jetzt nicht so das beste Engel. Aber ich nehme es mal an, weil es so selten vorkommt. Okay, Engel, Ballträger ab sofort. Auch wenn du nicht so schnell bist. So, gucken, ob der Umbran was aggressiveres jetzt macht. Oh, plus 1 auf Rüstungswert oder plus 1 auf... Nee, dann nehme ich einfach eine normale Fähigkeit. Der Umbran braucht Blocken. So, und Backfisch, unser Ballträger bisher. Du musst jetzt hier würfeln. Plus 1 auf Geschicklichkeit. Hast ein Pasch. Das heißt, wir können ihr einen Geschicklichkeitsskill geben. Zum Beispiel ausweichen. Ausweichen ist gut, das kriegen nämlich die Tiere schon. Perfekt. Und Max Monster. Normaler Skill kriegt Blocken. Dieser nehmen unsere Tiermenschen Gestalt an. In ihren Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob das hier nicht im Endeffekt ein Fehler war mit der Agilität 4. Allerdings hat der schon 9 Starspielerpunkte. Das heißt, wir brauchen noch 7, bis er noch einen Aufstieg hat. Und dann können wir ihn blocken holen im Engel. Und da er jetzt ja Agilität 4 hat, kann er ja vielleicht auch mal den einen oder anderen Touchdown machen. Ich wusste gar nicht, dass du so agil drauf bist. Naja. Zurück. So. Mit einem Blick auf unseren Kader verabschieden wir uns für diese Folge. Have fun. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blood Bowl.